Willkommen zurück zu Streets of Rage 3. Im zweiten Level geht's weiter. Yeah. Es geht ja ab wie Schweizer Käse. Ich habe keine Ahnung, warum Schweizer Käse, aber egal. Na komm. Aua. Okay, weiter bitte. Ja, hier. Hey. Dank. Was? Was zu sterben, wenn ich sie sage, also stirb. Geld ist gut, Geld ist knapp. Boom. Zack, boom, zack. Und es geht weiter. Apfel, Apfel ist gut. Und jetzt kommen die zwei. Yeah. Echt geiles Känguru. Ja, yeah, das Känguru ist tot. Jetzt können wir mal zum dem Peitschenbruß. Peitschenbruß, yeah. Na los, Peitschenbruß. Na komm her, du. Nun, Disco Fever. Yeah. Mies, oder was sagt der? Irgendwas sagt er auf jeden Fall. Also, was die sagen, glaubt man. Ja, ja! Na, komm her. Yeah, Disco Spotlight. Das war schon ein schönes Spiel-Event damals. Jetzt? Ja.
schon, steh auf. Na, egal. Ach, da unten ist er. Schlimm ist ja, man erkennt das ja gar nicht, wo die sich gerade aufhält. Wenn sie an der Seite so versteckt ist. Na gut. Und die zwei Schwestern. Ah, die kann man wenigstens schön greifen. Naja, oder auch nicht. Was? Ja, ist klar. Da haben die Entwickler sich auch einen schönen Spaß draus gemacht. Guckt mal genau auf die Namen. Die eine heißt Mona und die andere Lisa. Mona, Lisa. Besiegt. Es bleibt nur noch Lisa. Schade, schade. Natürlich. Verdammt. Level 2 gemeistert. Oh. Ich krieg einen Anruf. Leider nicht. Komm und inspiziere unser neues Einkaufszentrum. Ich wusste, dieser. Gib's mal auf. Naja, irgendwas. Auf jeden Fall haben wir ein Leben dazu gekriegt, Leute. Ja, yeah, und das wird erstmal hart, das Level. Aber sehen wir erst im nächsten Part. Also bis dann und ciao.